Moin, hier ist Mia von Geeks Live Luxemburg. Am ist neu auf der Lux Konzert und ich zeige mal Leben Rabio. Von Rabio, genau. Also von YouTube bekannt oder von Twitch. Und ja, ich mache Videos, ich mache Let's Plays, ich mache noch mit der Kamera ein Video von der Lux von selber. Ja, das sind ich. Wie gefällt das Lux von Bisselo? Also Bisselo, das Film mit Cosplay, also das ist mehr interessant wie das letzte Jahr. Auch nur den Cosplay-Contest, den an der Halle aus, das ist viel mehr groß Platz. Das ist viel mehr los, fand ich. Sieht auch viel mehr gefällt aus, sie müssen definitiv nichts zu einer anderen Location. Auf alle Fall, zu den Videos, die es doch muss. Wie hast du denn angefangen? Also schon angefangen für ein gut los 3 Jahre sind. Du warst noch nicht modernisiert, so habe ich auch nicht ein Heinz-Du-Video hochgeladen und so per Handy so. So Blödsinn halt, die sind mittlerweile gelöscht. Also seit 1,5 Jahren mache ich regelmäßig Let's Plays. Und selbst Adlassers wie LuxCon oder LGX letzte Monat, letzte Woche, vielleicht letzte Woche, manchmal von doofen Video oder Gamescom halt, was zu Lassers. Na ja, gut, und wenn du sie überhaupt mal so wirklich angefangen auch? Also wirklich angefangen habe ich, wie gesagt, schon in 2 Jahren, wo ich da wirklich ein bisschen mehr regelmäßig, wo ich mal auch die dir sammeln gehe, was kannst du filmen oder wie kannst du filmen, schon mal auch mehr professionell Schneidprogramme aufgeladen, wo ich dann besser schneiden kann oder mehr frei aus beim Schneiden, wie man denen frei käflich da oder die gecrackten Versionen, ich meine, der tut schon drin mal gemacht. Das an dem Spaß, Videos schneiden. Von welchen Spielern müsst ihr dann so Let's Plays? Also von alles mögliche. Also schon Terraria fertig gespielt, dann habe ich noch ein Minecraft Let's Play, ich habe DMC Let's Play. Und du hast das nächste schon für Witchers, Witcher 3 Let's Play. Cool. Aber was für ein Spruch müsst ihr meistens in Let's Plays? Let's Plays machen ich auf Deutsch, weil das mit Zuschauer hört. Und also die Conventions wie hey, mal Luxcon und AltGX. Und auch Gamescom sind ich meistens so plötzlich in der Weh, weil da darf mir einfach, als wenn es da auf der Kamera schwarz, muss lange überlegen, was du schwarz oder schwarz einfach diese Blödsinn ran. Ja, boah, könnt halt eben drüber. Du musst auch Livestreams, hast du gesucht? Gesucht, ja. Ja, genau, ich habe nur für einen kurz mein Christen erfolgreich gemacht, und so, ich habe einen 24 Stunden Livestream gemacht, wo wir dann so gesammelt haben wie für den TV. Die dann noch durchsammeln für die Forschung gegen Krebs. Und da konnten wir 2 oder 4 Joy auch zusammen. Und wir sind auch nur angeladen, gehen 4 bei RTL zu gehen, an der Radio. Das ist auch den 23. April, den Televidag. Komm gucken, das ist cool. Ja, boah, das ist ja am Radio. Ja, komm, lausch doch rein. Auf jeden Fall, um wie viel Uhr geht das dann ausgestrahlt, den 23.? Wir sind um 5 Uhr angeladen. Also 400 Euro sind wir da, also gibt es so gut, es gehen 6 von Nürnberger bringen und so. Gibt es dann an dem Quarum. Also dann den 23. unbedingt RTL aufstehen, falls du das Leben Rabia gerne noch willst hören. Und dann kannst du eigentlich mega gut Reklame für dich selber machen, ne? Ja, ich meine, den Stream an sich war schon mega gut Reklame für mich, weil an der Zeit, wo ich den Stream gemacht habe und auch auf YouTube geguckt, was da lebt, weil ich auch mein Video da hochgeladen habe und aber noch. Und da konnte ich auch schon 5 Abonnenten dabei. Also, sie sind okay, große YouTuber. Ja. Aber so 5 Abonnenten, das ist schon ein Zuhörer. Ja. Wo findet ihr dich noch außerhalb von YouTube? Außerhalb von YouTube finde ich Twitter. Da finde ich mich in der Lux Rabio. Oder auf Facebook. Das finde ich eine Facebook-Seite, die ist auch einfach Rabio. Und immer, wo der Rabio sieht, da sind es zu 90% ich. Also, dass ich Russ, der meinen Namen geklaut hat. Das sind schon 4 kommen. Ja, also ganz viele Spieler. So viel weiß ich nicht, bei dem einen Lux Rabio, bei dem Rabio LU, bei dem anderen Rabio, bei dem 1994 Rabio. Und ja, Rabio wird halt oft benutzt. Ach, stimmt, ich wusste eigentlich gar nicht mehr, gut zu wissen. Mal ja, dann wünsche ich noch viel Spaß auf der LuxCon und vielmals mehr für das Interview. Ja, schon dir auch noch vielmals mehr für das Interview. Boah, schwätze. Und wenn der nächste auf LuxCon kommt, kommt doch bei mir.
show me better. There's no flutter. But she ain't a side of the history.